Mahlzeit. Mal wieder ein neuer Teil in der Serie Mehr Wasser für Anfänger. Heute geht es sich um die Installation der Dosierpumpe. Auch wenn wir sie momentan noch nicht so richtig einsetzen können. Aber man sollte sie schon mal installieren. Und wir haben hier einmal die H2 Ocean in der Standardausführung. Ich glaube, die kann bis zu, was war das, 0,1 Milliliter genau. Das ist schon mal ziemlich genau, das reicht. Und ja, installiert hast du sie schon. Hast du ja auch extra einen neuen Schrank da hinten hin gebaut für die Dosieranlage, weil halt im Technikbereich des Schranks selber wurde es ein bisschen eng. Ich denke, das hätte man auch lösen können innerhalb des Technikbereichs. Ja. Aber. Ja, es ist sowieso schon sehr eng. Ich blende euch dann auch nochmal kurz eine kleine Übersicht, wie es da im Moment drin aussieht. Und da jetzt noch Dosierbehälter und Pumpe rein, hätte man machen können, aber dann wäre es wirklich eng geworden. Ja. Und ja, so haben wir noch einen neuen Schrank daneben, haben noch ein bisschen Abstellfläche oder noch Material. Sieht auch optisch gar nicht so schlimm aus. Genau. Und Frau ist damit auch zufrieden, also ist einverstanden, also alles gut. Ja, wie gesagt, H2 Ocean Dosierpumpe hast du schon installiert und grob vorinstalliert. Und von daher haben wir schon ein Sponsoring gekriegt. Ja, den kennt ihr eigentlich auch von mir, den Behälter hier, den habe ich bei mir mal kurzfristig eingesetzt und habe ihn wieder rausgenommen, weil die Mengen, die ich tatsächlich verbraucht habe, recht viel geworden sind. Und zum Zweiten hatte sich bei mir beim KH1, bei den Essentials hier unten, haben sich Kristalle gebildet. Das verhindern wir jetzt aber tatsächlich. Bei mir habe ich es jetzt dadurch verhindert, dass ich halt den großen Behälter habe und habe meine Essentials 1:1 verdünnt. Genau das gleiche werden wir hier auch machen, weil deine Mengen, die du momentan verbrauchst, die sind sporadisch. Nicht nennenswert. Nicht wirklich nennenswert. Das Schöne an der Sache ist, die Dosierpumpe lässt sich über eine App steuern. Genau. Du kannst manuelles Nachdosieren im Moment machen und das ist ja im Prinzip auch das, was du möchtest. Hier sitzen, testen, rausfinden, was muss ich dosieren. Und wenn es dann mal ans konsequente Dosieren geht, wie zum Beispiel beim Phosphat und beim Stickstoff, da können wir schon einen Dosierplan einrichten. Mhm. Und beim KH und Calcium, ja, machst du es momentan immer noch von Hand, beziehungsweise dann, wenn du es brauchst. Ne? Kann man auch direkt mit einwerfen. Die Frage würde sich mit Sicherheit darunter auch stellen. Ja, ich musste das 5 GHz im WLAN musste ich tatsächlich ausstellen. Erstens das und zweitens bist du nicht mit der Original-App rangegangen, ne? Ja, und zwar die habe ich auch wie zu allem hier gebraucht gekauft. Hm? Und das ist jetzt aber auch schon 2 oder 3 Wochen her gewesen. Und jetzt über die Weihnachtstage habe ich mich dann damit in der Küche dann mal auseinandergesetzt, die angeschlossen und wollte die dann mal ins Netzwerk einrichten oder die direkt vom Handy bedienen. Mhm. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Warum? Also die direkte Verbindung vom Handy zum Gerät habe ich nicht geschafft. Also ich weiß bis jetzt nicht warum. Mhm. Dann habe ich den Verkäufer angeschrieben und das erste Problem war, die ließ sich nicht übers Netz verbinden, beziehungsweise grundsätzlich hat die nicht auf sich eingreifen lassen, weil das wie bei den Apple-Produkten ist. Die waren noch in der Cloud gesichert. Die waren noch in der Cloud von dem Vorbesitzer gesichert. Sprich, ich hatte gar keine Möglichkeit darauf zuzugreifen. Der ist tatsächlich hingegangen, hat sich in die App eingeloggt oder in das System und hat das Gerät gelöscht. Mhm. Im selben Moment bekam ich schon eine Push-Nachricht auf mein Handy. Das Gerät kann verbunden werden. Beziehungsweise, dass es jetzt gelöscht worden ist und ich das dann jetzt nutzen kann. Nice to know. Also ich selber kenne diese Pumpen ja auch nicht. Ist für mich jetzt auch mehr oder weniger das erste Mal, dass ich die sehe und damit arbeite. Ja. Also wirklich interessant zu wissen, wenn es dann halt nicht funktioniert, ist das der erste Punkt. Und was auch gut zu wissen ist, das ist jetzt die H2 Ocean. Die kostet aktuell 320 Euro. Mhm. Und ich hatte die noch mit ein paar anderen Sachen, habe ich das Ganze jetzt für 200 bekommen. Ja, so. Und ist 6 Monate alt. Ne? Kann man nichts sagen. Hast du also auch noch Restgarantie drauf? Ne? Nee.
Nicht, hat er. Also er, ich hatte jetzt wohl schon mehrfach mitbekommen, dass klar, es ist eine Garantie drauf, aber angeblich soll es da Probleme geben, wenn dann mal was ist, weil ich nicht der Erstkäufer bin. Ja, okay. Ja, okay. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nicht in die Situation kommen, dass da was gemacht wird. Das ist eigentlich eine gute Pumpe, die, von der ich eigentlich bisher noch nichts Schlechtes gehört habe. Ja. Also toi 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 wird dann durchlaufen. Ja, du hast gesagt, du hast es schon grob kalibriert. Genau, ich hatte in der Küche hatte ich ein bisschen rumgespielt, mich da mal in diese Kalibrierung reingearbeitet. Dann einmal, nachdem ich alles verbaut habe, habe ich mit Osmosewasser halt ein bisschen hantiert und das schon mal grob kalibriert. Und jetzt müssen wir das Ganze dann eben mit den Essentials. Genau, weil grundsätzlich sollen die Geräte mit den Flüssigkeiten kalibriert werden, die sie auch zu transportieren haben. Weil sie können ja unterschiedliche Dichten bzw. Unterschiedliche Dichten haben und somit ist der Transport nicht 100%, wenn man es genau haben will, ist es dann nicht 100%ig. Zusätzlich dazu kommt dann auch noch, dass die Schlauchlängen passen müssen. Das heißt, wir befüllen den Behälter jetzt hier, dementsprechend 1:1 verdünnt die Essentials 1 und 2. Hier packen wir den Stickstoff rein. N3, haha, super. Nein, müssen wir jetzt passt ja auch hier mit den Essentials 1, 2, genau. Und aber der, ist nur ein dummer Zufall, war nicht dumm. Ja, die Zahlen waren von mir drauf und die Buchstaben hast du eben noch dabei geschrieben. Ne? Achso, ich hatte noch kurz als Erwähnung, das Gerät ist jetzt in mein Netzwerk mit eingebaut. Also sprich, ich kann von überall quasi jetzt auf die Pumpe zugreifen. Also im Prinzip eine Cloud-Lösung wurde dann genau. Sehr schön. Und ja. Die Original-App hat nicht funktioniert. Die originale H2 oder beziehungsweise von DD die App selbst, das hat nicht funktioniert. Und dann hatte mich dann auch der Verkäufer dann darauf aufmerksam gemacht, ich soll das über die Camor Remote App machen. Ja, okay, Camor ist ja auch, mit dazu gehört. Ist ja auch der Hersteller. Ja, man sieht es dann hier unten. Ja, das ist der Hersteller an sich. Also von dem kommen die Pumpen und werden dann umgelabelt. Und das hat direkt ohne Probleme funktioniert, im Gegensatz eben zu der. Ja, aber wieder die Aktion 5 GHz Netz ausschalten. Ja, genau. Aber das ist ja scheinbar bei den Aquamedi-Produkten ja genau dieselbe. Ja, das ist das Gleiche. Es ist gang und gäbe für die Kompatibilität weltweit, weil diese Produkte ja halt auch weltweit verkauft werden. Nicht überall sind die 5G-Netze Standard. Und jeder hat im Prinzip mit seinem Handy, ob es jetzt ein älteres ist oder ein neueres, ein 2,4 GHz. Und aus diesem Grund, das ist der erste aus der Kompatibilität her, und bei den 5 GHz-Netzen ist es so, die haben zwar einen höheren Datendurchsatz, den wir eigentlich nicht brauchen, aber auch eine geringere Reichweite. Und die entsprechenden Module, die dafür verbaut werden müssten, wären teurer. Ein Negativaspekt hatte die ganze Nummer schon. Und zwar habe ich im Büro von der Telekom ein Wi-Fi Remote oder so ein Verstärker. Repeater, genau. Ja, und jetzt, wo das 5 GHz weg ist, arbeitet er nicht mehr so, wie er eigentlich sollte. Ja, du kannst ihn auch jetzt wieder aktivieren, das 5 GHz Netz. Ja. Das geht, ist nur für die Erstanmeldung ist das wichtig. Okay. Dann weiß dein Router im Endeffekt, okay, ich kann dieses Gerät nur über 2,4 GHz ansprechen. Mhm. Und dein Handy muss in dem Moment auch mit 2,4 GHz verbunden sein, damit die untereinander kommunizieren können. Weil wenn der in einem 5 GHz Netz drin ist, kann er nicht kommunizieren. Also 5 GHz ausschalten. Dann hingehen, das Ganze einrichten und sobald das Ganze im Netz drin ist, können die 5 GHz wieder aktiviert werden und das Netz im Haus, in der Wohnung kann wieder ganz normal genutzt werden. Frag mich doch einfach. Nein, also nach der Einrichtung... Ich kacke jetzt gerade die letzten 2-3 Wochen. Ja, das ist richtig. Dann stelle ich das gleich einfach wieder ein und ist ja gut. Dann funktioniert es auf jeden Fall wieder. Also es geht sich nur tatsächlich um die Einrichtung. Bei der Einrichtung muss halt das 5 GHz Netz aus sein. Dann kurz die Sachen ins Netz hängen, in den Router reinhängen, dass die sich kennenlernen. Und sobald das passiert ist und die Verbindung zum Internet und zu der Cloud hergestellt ist, kann ganz normal wieder das 5 GHz Netz aktiviert werden und alle anderen Geräte wieder normal genutzt werden. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze schon mal vorbereitet hier.
Wir haben es jetzt mal umgedreht, weil auf der Rückseite haben wir hier eine entsprechende Skalierung. Da können wir dann vernünftig abmessen. Da gehen jeweils 1,5 Liter rein. Das heißt, von jedem 750 Milliliter rein. Jason Liter gesagt. Okay. Was hast du gesagt? Sonst hätte ich jetzt gesagt, sonst nur 500 pro. Ja, können wir auch machen. Ja. Weil sagst du, ich darf doch hier oben bis zur Oberkante stellen. Dann schwappt das wahrscheinlich gleich. Ja. Also bei den Mengen, die du momentan dosierst, reicht es definitiv aus. Da ist das mal jeweils nur einen halben Liter reinzumachen. Genau. Und das machen wir im Endeffekt deswegen, weil es sein könnte, dass das Essentials 1 auskristallisieren könnte. So, und dann würde es die entsprechenden Schläuche und Ansaugbereiche dann verstopfen und dann stimmen die Dosiermengen nicht mehr. So, du hast jetzt einen halben Liter abgemessen. Jetzt gucken wir auf die Skala, ob das passt. Ein kleines bisschen mehr, ne? Was er da angezeigt hat. Aber bis hier. Ja. Ja, da muss man da nicht, jetzt? Ja, muss ich jetzt dann Osmosewasser so nehmen, wie es jetzt auch hier 600 Milliliter. Ja. Muss jetzt auf 1,2 kommen. Ja, wenn du da einen halben Liter abgemessen hast. Nee, ich schütte das jetzt da so auf, dass das darüber passt. Okay. Dass wir hier auf die 1,2 kommen. Kommen auf 1,2, genau. Seht, jetzt vermischt es sich. Noch ein bisschen. Ja, genau. 1,2. Jetzt haben wir das entsprechende Mischungsverhältnis. Jetzt kann auch bei den Essentials 1 nichts mehr passieren. So, das gleiche Spiel jetzt noch mit dem 2. Hat er auch in der richtigen Reihenfolge gemacht. Somit kann nämlich jetzt bei den Essentials 2 nichts passieren. Wenn er den Behälter vorher mit der im zweiten Gang erst mit der Osmose benutzt hat, weil diese beiden Stoffe reagieren zusammen. Dann flockt eins von beidem aus und dann ist das Ganze nicht mehr zu gebrauchen. Na, da bist du viel zu wenig. Das ist viel, aber. Ja, die Mischungsverhältnisse sollten einigermaßen passen, gerade bei diesen kleineren Mengen. Probier mal. Ja, Rest zurück. Ja, das passt. Und die gleiche Menge dann jetzt halt auf Osmosewasser drauf. Und dann können wir eigentlich schon den Behälter nehmen und drüben anschließen. Das Phosphat müssen wir gleich ein Loch bohren. Ja, dann machen wir ein Loch im Deckel, ein zum für den Schlauch und ein zum Entlüften. Hier, ja. Hm? Hier drüber. Da reicht es aus, den Deckel ein kleines bisschen anzuheben. Also. Okay. Normalerweise entlüften die sich selber. Als Maß nehmen, hast du die gleiche Menge reingepackt. Genau. Ein bisschen noch. Ja, das ist minimal. Wollt es hier nicht Päpst, schau, wie der Papst. Wollen wir es richtig machen oder nicht? Genau. Ja, siehst du. Wenn richtig, dann richtig mit Schwung, ne? Ja. Jetzt können wir das Ganze rübertragen und anschließen. So, jetzt haben wir da oben die Pumpe installiert. Die ist schon, Schläuche sind schon in den Nebenraum verlegt. Ich mache das mal hier, die zweite Tür auch mal auf. Ja, schön sauber drauf drücken. Das haben wir im Vorfeld ausprobiert, dass sie auch schön straff drauf gehen, dass da auch keine Luft im Endeffekt gezogen werden kann. Das ist wichtig. Sollten die zu locker drauf sein, könnten die gegebenenfalls Luft ziehen und dann stimmen die Mengen auch nicht mehr.
Schön bis unten drauf, genau. Ja, weiter geht nicht. Ja, nach fest kommt ab, das weißt du. Das stimmt. So. Den Orange, schön, schön bunt das Ganze. Für die Farbenblinden ist es dann egal. Ja, der ist etwas kürzer, da ist nämlich schon der obere Teil von abgebrochen gewesen, aber der ist auch noch fest. So. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir noch das Phosphatfläschchen. Genau. Jetzt haben wir hier einmal das Ganze schon installiert, hinten in der Rückförderkammer. Da hinten kommen die Schläuche raus. Und das ist dann sauber verbaut. So, einmal die Flasche im Prinzip mal in die Hand weg. Ja, da sind oben zwei Löcher drin. Kann man jetzt entweder mit einem Röhrchen oder darauf achten, dass das Ganze bis nach unten reicht, der Schlauch. Genau. Sollte man dann hier und da schon mal kontrollieren. Am besten die Flasche so hinstellen, dass man das sieht. Oh, jetzt hast du die falsche Farbe genommen. Verdammt! Oh, Mann, was ist bekloppt? War aber auch mein Fehler. So, jetzt das Ganze nochmal mit der richtigen Farbe. Weil wenn bunt, dann richtig. Genau. Einmal gucken, dass das Ganze bis unten reicht. Das Ganze so daneben stellen, sodass man immer schön sehen kann, wie viel drin ist. Abmessen. Du bist hier wieder der Hauptdarsteller, ne? Katze wie immer. Ja, ja. Haustiere gehören immer mitten ins Bild. So, installiert ist es. Und was wir jetzt im Prinzip machen, er hat ja im Prinzip die Kalibrierung schon mit Osmosewasser gemacht. Wir überprüfen das Ganze jetzt mit den Flüssigkeiten. Ja, genau. Ja, hier, ist der Übeltäter. Komisch, ist ein Fernsehen. Genau. So. wir gehen jetzt erstmal hin und befüllen das System. Und schauen erstmal, dass das Osmosewasser, was noch in den Schläuchen drin ist, rauskommt. Also sprich da hinten, das lassen wir rauslaufen. Da halte ich gleich ein Röhrchen drunter unter die einzelnen Kanäle und befüllen das System, sodass auch bis da hinten dementsprechend das gesamte System A befüllt ist und wir dann im Prinzip 5 ml von jedem, aus jeder Box einmal einmal durchlaufen lassen und gucken, ob es auf 5 ml sind. Sollte das nicht passen, müssen wir dann eben kalibrieren. Und genau das machen wir. Einer links, einer rechts. Mich seht ihr im Moment nicht. Ich habe das Röhrchen in der Hand. Du sagst an, welche Farbe. Ja, jetzt müsst ihr ja sowieso erstmal aus dem Osmosewasser rauskommen. Genau. Dann lass mal anlaufen. Das ist jetzt gelb. Läuft jetzt an. Nochmal, 5 ml. Mhm. Ist noch Luft drin. Der zieht aber auch nichts, glaube ich. Doch, kommt. Nochmal. Stoppen. Gut. Da kommt jetzt schon KH. Das erste ist schon vorher. Hast du nicht gesehen, dass er doch gezogen hat? Nö, weil... Also hier ist voll. Der Schlauch ist bis... Da kommt jetzt schon KH raus? Da kommt jetzt schon KH raus. Ah ja, wir hatten ja... Okay. So, das sind jetzt hier 10 ml, die hier reingehen. Dann geht's mal hin und füllt einmal 5 ab. Let's go. Gelb, ne? Gelb. So. Er behauptet, er ist fertig. Dann gucken wir mal. Auf gerade Stellen macht er mit. Ja, das ist leichte Parallaxe. Das sind also tatsächlich hier knapp 5 ml. Das ist also so verschwindend gering weniger. Da müssen wir jetzt nicht extra kalibrieren. So, das war der erste. Schütte ich das zurück? Kannst, ja, wir müssen es dann aber jedes Mal vernünftig ausspülen. Weil wenn das jetzt sich miteinander vermischt, dann die paar Milliliter, die tun es jetzt auch nicht. Okay. So, nächste Farbe wäre? Grün. Grün. Für
CA, genau, dann lass mal laufen. Müsste, glaube ich, jetzt erstmal aus dem Hose kommen, oder? Genau. Jetzt ist der Schlauch leer. Ja, jetzt sehe ich es auch. Nochmal bitte. Jetzt kommt es hier an. Nochmal kurz. Stopp. So, jetzt gebe ich das hier aus. Jetzt können wir im Prinzip sehen, da ist schon ein bisschen KH drin. Seht ihr das? Die beiden Flüssigkeiten reagieren miteinander. Oh, ja. Ja, die dürfen also nicht zusammenkommen. Deshalb auch, seid nicht so geizig und kippt das Zeug wieder zurück, wenn die Röhrchen nicht hundertprozentig sauber seid. Ansonsten versaut ihr euch eure Flüssigkeit. Hm. Ja. So. Dann überprüfen wir das Ganze mal. Kannst starten. Erlädt. Grün? Achso, erlädt. Bin laden oder jetzt. Ja, okay. Yep. Ja. Da sind wir bei 4,8. Mhm. Da könnten wir jetzt tatsächlich nochmal nachkalibrieren, weil das ist auf eine größere Menge, ist es tatsächlich zu wenig. Gut, dann leiten wir jetzt hier mal eine Kalibrierung ein. Machen wir bitte eine Bildschirmaufnahme davon. Dann blenden wir das nämlich mit ein. Wie läuft die Kalibrierung bei den Geräten ab? Ich muss hier unter Einstellungen, sieht man aber dann jetzt in der Bildschirmaufnahme. Mhm. Dann Flow Calibration auf CA. Ja. Und dann würde ich jetzt einfach mal 5 Sekunden oder so mal 10 Sekunden. Machen wir 10 Sekunden. Okay. Und dann läuft das Ganze jetzt 10 Sekunden durch und die Menge, die wir dann nach den 10 Sekunden ausgeschöpft haben, muss ich dann hier eintragen. Gut. Okay, kann ich? Ja, mach. So, ich habe innerlich mitgezählt, das war sogar richtig. So, wir haben jetzt hier eine... Stell das mal bitte auf eine ebene Fläche. Ich habe hier... 6,2 meine ich. 6,1, 6,2. Genau 6. Nee. Warte mal, da muss ich dich jetzt leider mal korrigieren. Bei 6,2 sind das dann 6,4. Weil die in Zweierschritten gehen, weil zwischen der 6... Okay. Okay. Yep. Also sind wir bei 6,4, muss ich jetzt eintragen. Gut, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Calibration complete. So, und jetzt überprüfen wir die Kalibrierung nochmal. Genau. 5 Milliliter. Mhm. Kann ich? Ja. Ja. So, und da sind wir genau. Ja? Ja, das passt. Gut. Das Kalibrieren und Einstellen. Also kann man ja auch noch zeigen. Genau. Damit, also jedes Gerät funktioniert im Endeffekt anders. Ob man das jetzt über eine App macht oder von Hand am Gerät selber, je nachdem, was für ein Gerät man hat. Wie zum Beispiel bei Aquamedic kann man das auch machen. Ja, bitte. Dankeschön. Da hat man das Ganze im Prinzip in der Hand. Bei der
wie heißt es nochmal, Evo 4, genau. Aber da gibt es ja mittlerweile auch WLAN-Versionen zu den neueren Versionen. Ja. Was mir jetzt gerade einfällt, dadurch, dass wir ja das Wasser verdünnt haben, muss ich ja auch doppelt so viel dosieren. Richtig. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist der Nachteil der Sache im Endeffekt. Man hat zwar jetzt keine Probleme mehr, dass das Essentials 1 auskristallisiert, aber man muss natürlich auch mit der Dosierung das Doppelte nehmen. Also sprich, wenn du das nächste Mal dein KH... Bis auf Stickstoff und Phosphat. Genau, Stickstoff und Phosphat, das haben wir nicht verlängert. Das sollte man nach Möglichkeit auch nicht verlängern. Weil es könnte, ich sage es mal, durch das Osmosewasser, aufgrund der Tatsache, dass es halt Nährstoffe sind, könnte was eingetragen werden, was sich dann halt negativ auf die Gesamtflüssigkeit auswirkt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde es grundsätzlich nie verdünnen. Bei den Essentials ist es halt so, dass es halt tatsächlich komplett anorganisch ist und ohne Probleme verdünnt werden kann. Bei den Essentials Pro geht das übrigens auch. Das habe ich ja bei mir zu Hause auch gemacht. Die habe ich auch jetzt beide verdünnt und funktioniert ohne Probleme. Ja, das heißt aber auch, dass wenn du dann bei ATI auf die Seite gehst und dir dann ausrechnen willst, was du nachdosierst, musst du dann halt angeben, dass die verdünnt sind. Da gibt es eine Möglichkeit, dass man das einstellt, blende ich euch auch mal eben kurz mit ein, dass man sagt Verdünnung und darunter steht dann die Menge, wie man verdünnt hat. Mhm. Und dann müssen wir dann jetzt 600 Milliliter und 600, also 600. Nee, du sagst ihm einfach, in welchem Verhältnis du das verdünnt hast. 1:1. 1:1. Genau. Ja, das ist auch wichtig. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man das Mischungsverhältnis dann auf der Seite dann einstellt und danach dann dementsprechend dosiert. Ja. Gut, dadurch, dass wir das Ganze jetzt eingerichtet haben, kann auch das Ganze jetzt hier ganz bequem vom Tisch aus dosieren. Aufgrund der Tatsache, dass wir immer noch keine 100%igen Verbräuche haben, lassen wir momentan den Dosierplan noch außen vor. Und dosierst manuell, so wie du es gerade brauchst, aber es ist halt jetzt bequemer, das Ganze direkt über die Dosieranlage zu machen, von der App aus. Ja. Brauchst nicht jedes Mal wieder hingehen und eine Spritze aufziehen und die Spritzen vielleicht vertauschen und irgendwas auch immer. Ne? Ihr habt ja gerade eben im Video auch gesehen, dass die Flüssigkeiten KH, also KH und CA miteinander reagieren. Das ist auch so eine Sache, die dann nicht passieren darf. Wichtig ist, wenn dosiert wird, wenn du nachdosierst, dass bei den zwischen KH-Dosierung und der Calcium-Dosierung Zeit lässt. Damit sich das A erstmal unten vermischen kann im Technikbecken. Wir haben's, das läuft ja jetzt auch automatisch direkt in den Bereich von der Rückförderpumpe. Genau, da ist viel Bewegung drin. Und da läuft ja auch durchgängig die UV-Anlage rein. Die läuft A da rein, dann haben wir die Rückförderung sowieso, die da in dieses Becken reinkommt. Also da in dem Becken ist Bewegung, das ist notwendig, dass da genug Bewegung drin ist. Wenn wir die jetzt pur dosiert hätten, den KH, dann hätten wir tatsächlich noch mehr Bewegung gebraucht, damit sich das besser vermischt. Aber dadurch, dass das Ganze jetzt 1:1 verdünnt ist, geht das ein kleines bisschen besser. Und du wirst wahrscheinlich keine Ablage finden. Sieh unten. Das ist auch noch eine Sache, die bei der Dosierung beachtet werden muss. Gerade wenn man jetzt, ich sag mal, pur dosiert hat, wie ich das damals immer gemacht habe, dann braucht man einen Bereich, der wirklich stark durchströmt ist, noch stärker wie jetzt seine Rückförderung. Weil ich habe es nämlich auch schon gehabt, ich habe es auch in die Rückförderung reingebracht. Und ich hatte auf einmal unten so eine dicke Schicht und habe mich immer gewundert, verdammt nochmal, jetzt muss aber mal richtig KH reinpacken, damit das Becken zieht richtig. Ja, denkst du, Schätzchen, das hat sich unten abgelagert und kam erst gar nicht bis ins Becken. Und das ist ja dann im Endeffekt Sinn und Zweck der Sache, dass sich das vernünftig auflöst. Nee, dann kann ich ja auch den Schlauch von der UV-Anlage einfach da genau drunter setzen, genau, wo die eintropfen. Dann hat man da noch eine stärkere Verwirbelung. Genau. Wie gesagt, wenn man KH dosiert, oder wenn du den dosierst, warte 10 Minuten, damit das da unten alles komplett aufgelöst und raus ist, damit das dann mit der Kalziumflüssigkeit nicht reagiert. Und das war es dann im Prinzip schon. So lassen wir es erstmal weiterlaufen. Genau. Und wenn wir dann zu einem vernünftigen Dosierplan übergehen können, werden wir euch das natürlich auch zeigen. Ich würde sagen, Video war wieder lang genug, aber auch genug Input. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video überschaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian, euer Daniel. Ciao. Ciao.